Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Diagnose Typ 2 Diabetes mit 27 Jahren. Ein Schock für Caroline Ries. Obwohl Typ 2 Diabetes in ihrer Familie weit verbreitet ist, hatte Caroline Ries damit niemals gerechnet. Zumal sie außer ein paar roten Flecken an den Unterschenkeln auch keinerlei Symptome hatte. Auch wenn sie ihr ganzes Leben lang sportlich aktiv war, ist sie heute noch disziplinierter, achtet auf ihren Körper und ist gesund. Wie die sozialen Medien und vor allem der Austausch mit anderen jungen Menschen mit der gleichen Diagnose ihr helfen, besser mit der chronischen Erkrankung zu leben, darüber spricht Caroline Ries mit Dr. Martin Wanack, Kinderarzt und Diabetologe am Virchow-Klinikum der Charité in Berlin. Erfahren auch Sie mehr darüber, wie das Leben einer jungen Frau mit Typ-2-Diabetes aussieht, während Sie selbst spazieren gehen und so auch Bewegung in Ihren Alltag integrieren. Ja, hallo liebe Caro, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir hier heute spazieren zu gehen. Ich bin gerade in Berlin im Virchow-Klinikum. Dort arbeite ich als Kinderarzt und Diabetologe in der Klinik für Kinderendokrinologie und auch im sozialpädiatrischen Zentrum und wandere jetzt hier gerade durch unseren tatsächlich gerade sehr schön grün blühenden Campus. Wo kann ich Sie denn antreffen? Ja, hallo, nach Berlin aus der Nähe von Mainz. Ich gehe gerade in den Weinbergen spazieren bei strahlendem Sonnenschein und angenehm 25 Grad. Tatsächlich sind Sie heute mit mir auf meiner ganz regulären Spazierrunde, denn ja, ich bewege mich einfach super gerne in der Natur. Vielleicht gleich vorweg, ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns duzen. Sind Sie, bist du damit auch einverstanden? Aber klar, natürlich. Sehr schön, dann bin ich der Martin. Hi, ich bin die Caro. Hallo Caro, du hast gesagt, du liebst es, dich in der Natur zu bewegen, zu spazieren. War das schon immer so oder hat sich das durch deine Diabetes-Diagnose verändert? Tatsächlich hat sich das seit der Pandemie ein bisschen geändert. Also ich war früher eher immer so ein Fitness-Chick, was sehr gerne im Fitnessstudio war. Und durch die Pandemiezeit musste man sich ja zeitnah dann ein bisschen eine Alternative suchen. Und da ich in der Umgebung von Weinbergen lebe, war das eigentlich relativ naheliegend. Und mittlerweile liebe ich es einfach, mich draußen zu bewegen. Und es gibt mir einfach viel mehr. Und es hilft mir auch einfach, länger am Ball zu bleiben, als stupide auf dem Laufband vor sich hin zu joggen. Und somit ist das jetzt gerade nicht mehr wegzudenken. Ja. Und schaffst du das jeden Tag, durch die Weinberge zu spazieren? Eigentlich schon. Also ich gehe so 4 bis 5 Mal die Woche tatsächlich spazieren, am Wochenende auch immer relativ lang und meistens auch in Begleitung. Und gerade im Homeoffice bietet es sich halt auch immer an, auch in der Mittagspause zu spazieren oder halt abends im Feierabend. Ja. Das ist toll. Gleich 2 tolle Sachen. Zum einen, dass du das so häufig schaffst. Das ist, ich würde sogar fast sagen, beneidenswert. Ich schaffe das leider nicht, jeden Tag mich so viel zu bewegen, wie ich das gerne wollen würde. Und auch, dass du Begleitung hast. Ne? Das macht ja dann gleich viel mehr Spaß, wenn man nicht allein durch die Welt zieht, sondern jemanden bei sich hat. Oh, prima. Das ist die halbe Miete, ja. Genau. Prima. Erzählst du uns was über deine Diabeteserkrankung? Wie ist das bei dir festgestellt worden? Also bei mir fing alles so im November 2019 an. Ich kam frisch aus dem Urlaub und habe dann angefangen, so kleine rote Flecken an den Unterschenkeln zu bekommen. Am Anfang habe ich das alles noch so ein bisschen beobachtet. Es war halt den blauen Flecken relativ ähnlich. Deswegen dachte ich, okay, irgendwann werden die schon wieder gehen. Aber Pustekuchen, die sind sehr lange geblieben, sehr hartnäckig gewesen und sind mit der Zeit auch größer geworden, weshalb ich dann irgendwann später auch zu einem Hautarzt gegangen bin. Wir hatten richtig viele Cremes ausprobiert, ich hatte Probenentnahmen, aber irgendwie konnte nie so wirklich eine Ursache für festgestellt werden. Und irgendwann meinte dann meine Freundin zu mir, ach komm, geh doch mal zum Hausarzt und lass einen Bluttest machen. Und ja, gesagt, getan, Ende davon war, ich habe einen Typ-2-Diabetes diagnostiziert bekommen, damals mit einem HbA1c-Wert von 9,7. Ich war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und ja, die Flecken sind somit eine Begleiterkrankung von meinem Typ-2-Diabetes. Und ja, ich sage das einfach mal mit, was es ist. Also man nennt es Necrobiosis lipoedica. Und dank der Flecken, ja, bin ich nicht mehr in der Dunkelziffer und weiß quasi, dass ich Diabetes habe. Aber es war natürlich ein Schock. Ja, und du hattest keine weiteren Symptome. Also jetzt auch retrospektiv betrachtet, war in der Zeit nichts anders. Gewicht, häufig Wasser lassen, irgendwas hat dich nicht
irgendwie in die Richtung weisen lassen? Nee, gar nicht. Also das war das Verrückte. Ich hatte, also nachdem ich die Diagnose erhalten habe, habe ich mich natürlich mit auseinandergesetzt. Da gibt es natürlich dann auch diese typischen Ursachen oder woran man es merken könnte. Und ich habe nichts davon erfüllt so wirklich. Ja. Und deswegen war halt die Diagnose umso mehr ein Schock, weil ja, damit rechnet man halt absolut nicht, wenn man wegen einer kleinen, damals noch kleinen Hauterkrankungen hingeht. Man hat die ein oder andere Kortisonsalbe bekommen, gut, hat nicht gut angeschlagen, aber dann mit einer Diabetesdiagnose rauszugehen, das war natürlich irgendwie ein Schock. Ja, und da bist du sehr wahrscheinlich nicht allein. Es gibt, du sagtest dieses prägnante Wort, eine sehr hohe Dunkelziffer. Ne? Es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen in unserem Alter unter uns, die gar nicht wissen, dass sie an einem Diabetes erkrankt sind. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, in sich zu hören und auch sich professionelle Unterstützung zu suchen, wenn man das Gefühl hat, da passt was nicht. Und auch, dass du dran geblieben bist und nicht dich nach der ersten hautärztlichen Diagnose damit zufrieden gegeben hast, dass es so ist, sondern am Ball geblieben ist, finde ich super. Ja, aufgeben ist nicht meine Stärke. Ja. Und jetzt habe ich aber gleich noch eine Frage an dich. Du bist ja mit 27 Jahren und der Erstdiagnose eines Typ-2-Diabetes. Du hast sicherlich auch recherchiert, dass man früher immer Altersdiabetes zu dem gesagt hat und auch so die eher die Großeltern mit dieser Erkrankung assoziiert. Gibt es denn in deiner Familie andere Mitglieder, die Diabetes haben? Ja, tatsächlich, jetzt wo du es ansprichst, also ja, meine Großeltern hatten beide Diabetes und auch meine Eltern, das heißt, in der Familie schon sehr stark verwurzelt. Tatsächlich, auch wenn man weiß, okay, die Oma oder so hat Diabetes, war das jetzt nichts, wo ich mehr spezifisch was über die Krankheit wusste. Also ich hatte da überhaupt keine Berührungspunkte so richtig mit, dass ich Wissen gehabt drüber hätte. Und mir war auch damals überhaupt nicht bewusst, dass man auch ein genetisch erhöhtes Risiko führt. Also das habe ich dann wirklich alles erst im Hinterher gelernt und ist wie gesagt auch immer noch ein Schock, gerade weil du ja so schön auch gesagt hast, Altersdiabetes. Mit 27 so eine Diagnose zu bekommen, ist dann halt auch einfach ungewöhnlich und man glaubt das am Anfang auch selber nicht. Ich meine, ich bin zwar wenig übergewichtig, aber ich habe mich schon immer viel bewegt. Meine Eltern haben immer darauf bedacht, dass wir uns auch viel bewegen. Also von mir und meiner Schwester beispielsweise. Ich habe immer frisch gekocht bekommen. Ich habe wie jedes Kind wahrscheinlich auch Süßigkeiten gegessen. Da stehe ich auch zu. Aber von meiner Lebensqualität her, ich persönlich würde sagen, habe ich mich nie von anderen Kindern so groß unterschieden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich habe es da einfach sehr gut gehabt. Deswegen ist sowas dann halt umso fraglicher, wie es dann so weit kommen konnte. Ja. Genau, und auch da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ne? Du hast, ich glaube, viele Menschen mit Typ-2-Diabetes leben mit einem riesigen, großen Stigma. Die Menschen denken, du hast was falsch gemacht, du achtest nicht auf dich, du isst nur Schrott. Und du bist eines von vielen lebenden Beweisen, wenn man so will, dass es eben nicht so ist. Ne? Dass man sehr, sehr wohl, sehr gut für sich achten kann und trotzdem hat man eine ungünstige genetische Konstellation und erkrankt viel zu früh. Ja, deswegen ist es total gut, dass eigentlich in unserer Diabeteswelt, so nenne ich es mal salopp, eben nicht mehr der Begriff Altersdiabetes verwendet wird, sondern dass man ihn eben klassifiziert und Typ 2 nennt. Hat sich durch die Diagnose für dich denn nochmal was verändert? Also tatsächlich habe ich mich nochmal viel mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, auch auf Empfehlung meiner Diabetologin. Also sie war da mit zur Hand, hat mir viele Tipps und Ratschläge an die Hand gegeben, auf was ich mehr achten sollte. Tatsächlich war ich schon immer eigentlich der Meinung, dass ich mich relativ gesund ernähre. Aber wenn man dann mit Diabetes diagnostiziert wird, kriegt man halt auch nochmal auf die Ernährung einen komplett anderen Blickwinkel. Also es geht halt dann nicht nur um fettarm oder eiweißreich zu essen, sondern auch Kohlenhydrate spielen auf einmal eine große Rolle. Und in dem ganzen Prozedere war tatsächlich mein Partner meine größte Unterstützung, weil er halt auch einfach mich an den richtigen Stellen unterstützt, sich selber gerne mit gesunder Ernährung auseinandersetzt und demnach auch so ein bisschen ein Motivator ist, am Ball zu bleiben. Und das macht das Zusammenleben natürlich auch viel einfacher. Was das Thema Sport betrifft, hatte ich aber schon eingangs erwähnt, dass ich mich eigentlich schon immer relativ viel bewegt habe. Klar, da sind jetzt so an sich, welchen Sport ich mache, hat sich natürlich ein bisschen was geändert, aber viel positiver mir zugutekommt, weil ich natürlich jetzt einfach viel mehr am Ball bleibe, viel regelmäßiger unterwegs bin, also so gut wie täglich eigentlich was für mich mache. Und in dem Ausmaß hatte ich das tatsächlich vorher nicht. Und
weiß jetzt mittlerweile quasi nach fast 3 Jahren mit Diabetes, welche Stellschrauben ich drehen muss, um welche Werte zu haben. Beziehungsweise, gut, das ist immer ein Learning, man lernt natürlich auch nie aus. Aber ja, mein Lebensstil habe ich schon weitgehend angepasst und würde jetzt schon behaupten, dass ich mich diabeteskonform, gesund und ausgewogen quasi ernähre. Was ja bedeutet, weniger Kohlenhydrate, wenn halt aber auch die guten, also viel Vollkorn. Ich esse eigentlich ja vegetarisch überwiegend, wenn auch sogar auch vegan. Und das halt gepaart mit ganz viel Gemüse und halt auch pflanzlichem Eiweiß. Ja, das klingt von all den Aspekten, die du angesprochen hast, ja wirklich toll und nach einem stabilen Gefüge und stabilen Netzwerk. Und du sagtest auch ein Schlagwort, nämlich dein Freund motiviert dich. Ich als Kinderarzt und eben auch häufig Begleiter von Jugendlichen mit Adipositas und extremer Adipositas, inzwischen ja auch Jugendlichen mit Typ-2-Diabetes, erlebe in meiner täglichen Arbeit ganz oft auch so die Schwierigkeiten der andauernden Motivation. Wenn Menschen neu zu mir kommen, dann sind die sehr oft hochmotiviert, die freuen sich jetzt da zu sein, jetzt packt man das an. Und dann ist es aber nach 2-3 Terminen oftmals so, dass die Motivation schwindet, weil einfach man hat das Gefühl, die wird im Alltag gefressen, die Motivation. Kennst du das auch, diese Tage vielleicht oder Phasen, wo man das Gefühl hat, das will alles gar nicht so, wie ich will und das ist alles Kacke, wenn ich das so sagen darf hier. Ja, kennst du das auch? Tatsächlich habe ich aktuell so eine Phase. Momentan explodieren meine Werte förmlich und egal, wie sehr man sich anstrengt oder wie gut man isst, es will einfach nicht besser werden. Und das nagt auch tatsächlich an meiner Motivation und ich weiß, es gibt so tief was und das gehört auch einfach dazu. Aber ich weiß nicht, gerade wenn man so jung diagnostiziert wird, möchte man einfach das Beste draus machen. Ich meine, ich habe noch sehr viele Lebenskapitel vor mir und habe auch nicht vor, noch vor meiner Rente den Löffel abzugeben. Und deswegen ist das eigentlich mit meinem größten Motivator, einfach auch im hohen Alter, also trotz Diabetes ein hohes Alter überhaupt erreichen zu können. Und ja, ich möchte das einfach so gut wie möglich handeln, weil gerade auch meine Flecken in den Unterschenkeln, also ich glaube, das größte Problem bei Diabetes ist ja, dass man es manchmal als Typ 2 auch einfach nicht sieht. Also man merkt die Krankheit einfach nicht immer und ich finde, das ist somit das Gefährlichste. Ich persönlich, wie man sieht, Vorteile oder Nachteile, habe ja, wie gesagt, die Nekrobiosis lipoetica an den Beinen und die lässt mich halt immer wieder daran erinnern, hey, ich bin krank, ich habe eine chronische Erkrankung und für mich war es im letzten Jahr, wo sich so ein bisschen das Hautbild gebessert hat, war das wirklich das Schönste, was mir dann in den letzten 3 Jahren noch widerfahren ist. Weil ich schon auch so unter diesem Schönheitsaspekt so ein bisschen gelitten habe, dass ich diese Flecken an den Beinen habe. Und auch jetzt merke ich mit dem verschlechterten Blutzuckerbild, dass die Flecken wieder ein bisschen dunkler werden, ein bisschen größer. Und das möchte ich einfach nicht. Also ich möchte nicht, dass sich mein Körper verschlechtert und meine Flecken sind da irgendwie dann auch so ein bisschen so ein Watch-Out-Guide für mich. Ja. Also, dass ich das halt auch nicht schleifen lasse, sondern am Ball bleibe, weil wer weiß, was halt irgendwann noch passieren könnte. Und es gibt so viele Folgeerkrankungen, die mit dem Diabetes einhergehen und ich habe da einfach auch wahnsinnigen Respekt vor. Ja, und oftmals, sobald man diese spürt, ist quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne? Du sagst, was ganz wichtig ist, man kann Diabetes nicht sehen. Ne? Das ist, wenn sich einer den Arm bricht oder das Bein, dann benutzt das nicht, weil es wehtut und weil es ganz augenscheinlich ist. Und das Glück, wenn man das mal so zynisch formulieren darf, hat man als Mensch mit Diabetes eben nicht, sondern man muss achtsam sein. Ne? Man muss aufpassen und wie du das so schön formulierst, auch ein Ziel vor Augen, wofür es sich lohnt, stark zu sein, wofür es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Das finde ich toll. Seit ich weiß, dass wir miteinander sprechen dürfen, weiß ich auch, dass du in der Social Media Community sehr aktiv bist. Du hast einen Instagram-Account als Sweet Caramel Type 2. Ich folge dir natürlich auch und sehe deine Beiträge und lese deine Berichte. Was erfährst du auf Instagram für Rückmeldungen von deinen Followern oder vielleicht auch einfach nur von Menschen, die dir nicht folgen und die deine Hashtags erhalten? Was kannst du uns berichten? Also tatsächlich sehr viel Unterstützung aus der Ferne, wenn man das so sagen kann. Also über Social Media hat man ja immer eine sehr gespaltene Meinung. Es geht immer viel mit Hate-Kommentaren, hört man immer viel. Das finde ich ist in der Social Media Welt gar nicht so unterwegs. Ich finde, man stößt hier auf sehr viel Akzeptanz und auch Verständnis.
Und es ist halt ein Support, den ich persönlich aus meinem privaten Kreis so nie bekommen würde. Klar, ich habe Familienmitglieder, die Diabetes haben, aber auch generationsbedingt ist das halt einfach was anderes. Und den einzigen Austausch, den ich dann quasi auch im Privaten finde, wäre der in der Arztpraxis. Aber da fehlt mir manchmal so auch ein bisschen die persönliche Note. Und da muss ich sagen, das mag ich total an der Online-Community. Einfach auch diese Lernkurve, die es mit sich bringt. Auch mit seinem Diabetes mehr Akzeptanz zu haben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist ja eigentlich ganz natürlich, dass Menschen mit Diabetes Blutzuckerschwankungen haben. Laut einem Arzt passiert das aber so gut wie gar nicht. Und wenn man es dann aber dann hat, dann fühlt man sich als Patient immer so ein bisschen ein klein wenig wie ein Versager. Und ich habe durch die Community tatsächlich gelernt, dass das vollkommen normal ist. Das ist nichts, für was man sich vor Ort schämen muss. Das gehört einfach dazu. Und so Learning-Kurven, wie gesagt, habe ich nie, wenn ich beim Arzt bin, sondern tatsächlich, wenn ich mit jemandem im Austausch bin, dem es halt ganz genauso geht. Und daher schätze ich halt dieses Portal, diese Plattform einfach enorm. Ja, sprechen dich andere Menschen mit Diabetes in deiner Generation auch an? So von wegen, hey, du bist nicht allein, ich habe es auch, ich habe auch Diabetes. Oder ist es eher, ich sag mal, Anteilnahme von Nicht-Betroffenen? Also meine Follower sind eigentlich zu 99,9% Menschen mit Diabetes. Mhm. Überwiegend mit Typ 1, aber auch die Typ 2 ja wachsen auf Instagram. Also die Community wächst. Und ja. So blöd wie es klingt, aber ich freue mich eigentlich immer, wenn mir jemand schreibt, der auch Typ 2 hat und nah an meinem Alter dran ist. Weil, also wie gesagt, das klingt jetzt blöd, weil es ist ja nichts, worüber man sich freut. Aber ich freue mich halt einfach über diesen Austausch von jemandem, der in derselben Lebenssituation ist, der vielleicht auch noch dieselben Kapitel vor sich hat. Und das ist dann irgendwie nochmal so ein Austausch, der ist einfach unfassbar wertvoll, auch zu hören, wie andere im Alter damit umgehen. Eben, deswegen, ich wollte sagen, das klingt gar nicht blöd, das klingt total nachvollziehbar. Das ist auch sehr wichtig für einen selbst zu sehen, ich bin nicht allein. Ne? Es gibt andere Menschen, denen geht es auch so. Ich weiß das aus meiner Arbeit als Kinderdiabetologe, dass gerade die Typ 1er schon eine relativ gute Community haben, stark vernetzt sind, auf vielen Ebenen auch miteinander sich vernetzen und sich austauschen. Und da ist mein Gefühl, da ist gerade für die jüngeren Menschen mit Typ 2 Diabetes noch viel zu tun. Weißt du, was es gibt, was wir unseren Zuhörenden empfehlen können, wo sie sich vielleicht außer natürlich deinem Instagram-Account und deinem Profil hinwenden können, wie sie auch eine Community erlangen können, wie sie Unterstützung erhalten können? Also ich bin ja immer noch der Verfechter von digitalen Plattformen und da ist das Angebot ja riesig. Also sei es diabetes.de, der Diabetes-Anker, die Blood Sugar Lounge. Also es gibt mittlerweile so viele Plattformen, die eine Community für jeweilige Typen unterstützen, wo man in einen Austausch gehen kann. Allen voran natürlich auch Instagram. Also man unterschätzt es, glaube ich, wie viele Menschen mit ihrer Krankheit offen leben und darüber auch gerne berichten, einfach auch um Kraft und Energie für andere zu spenden. Von daher kann ich wirklich nur empfehlen, sich da online einfach ein bisschen mehr auf den Social-Media-Kanälen oder auf den besagten Websites umzuschauen und nicht Angst davor zu haben, auch in den Austausch zu gehen. Also am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot. Ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand komisch angeguckt wurde, wenn man dann auf jemanden zugeht und dann mal fragt, hier, wie läuft's denn überhaupt? Ganz im Gegenteil. Also es ist eigentlich sehr supporting und wie gesagt, das ist kein Vergleich zu dem, was man jemals im Privaten bekommt, wenn man nicht selber vielleicht in einer Selbsthilfegruppe ist oder ähnliches. Aber ja, kann ich sehr empfehlen und ich glaube auch manchmal, dass das einfach auch vielleicht noch ein bisschen näher einfach zusammenschweißt. Einfach gerade, weil man weiß, da sind Leute wie ich, die auch digital nach Leuten suchen, die dasselbe Schicksal teilen und die natürlich auch viel offener sind. Ja, ich denke die ganze Zeit, während du das erzählst, an die Kampagne der Deutschen Diabeteshilfe, sag es laut. Und ich finde, deine letzten Sätze solltest du ganz laut sagen. Und alle, die sich vielleicht nicht trauen, aus Angst vor Ausgrenzung, aus Angst vor Stigmatisierung, vor Blicken, Kommentaren oder Ähnliches, die sollten dich hören. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie damit vielleicht diese Angst verlieren. Also, sag es laut, Caro. Nur mach ich. Und ich habe gleich noch eine Frage parat. Im Rahmen der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich erfahren, dass du auch eine ganz spezielle Art von Yoga betreibst. Ja, genau. Möchtest du mir darüber was erzählen?
Ja, also ich habe Anfang Januar mit Kundalini-Yoga angefangen. Es ist eine Form vom Hatha-Yoga. Es ist, man nennt es auch Bewusstseins-Yoga, wo man so ein bisschen Chakrenarbeit macht. Also es ist immer mit einer Stunde Schwitzen verbunden, bevor man in eine Tiefenspannung und Meditation geht. Hilft mir natürlich total, meinen Körper zu entspannen und Stress abzubauen und hat tatsächlich bei mir sehr positive Wirkungen auf den Blutzucker, weil also ich kann mit 180 reingehen, mit 120 wieder rausgehen, finde ich super und fühle mich auch dann noch gut. Und tatsächlich, also Yoga wird ja auch sehr oft belächelt, dass man nicht so viele Kalorien verbrennt, dass es nicht die richtige Sportart ist, um Gewicht zu verlieren. Ja, da gibt es ja wirklich allerlei an Kommentaren. Doch ich persönlich finde, dass es eigentlich einen sehr positiven Einfluss hat. Und auch zum Beispiel in Indien gibt es dazu eine Bewegung, also eine Stopp-Diabetes-Bewegung, wo Yoga ein ganz großer Teil einfach davon ist, weil es sich halt einfach auch so positiv auf den Blutzucker auswirkt. Ja, das klingt spannend. Diese Stopp-Diabetes-Bewegung habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das werde ich mal im Anschluss recherchieren. Und ich finde, es ist, glaube ich, auch wieder unsere Aufgabe, mit einem weiteren Vorurteil aufzuräumen, nämlich mit dem unsäglichen Begriff richtige Sportart, um Gewicht zu verlieren. Es gibt, ich bin der Überzeugung davon, es gibt die richtige Sportart überhaupt nicht. Es gibt vielleicht für jeden Menschen eine geeignete, aber es gibt nicht die richtige. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist nicht die Anzahl der Kalorien, die man pro, weiß ich, Minuten verbrennt oder sowas, sondern es geht, glaube ich, darum, dass man etwas findet, woran man Spaß hat, was einem Freude macht, wo man gerne hingeht, woran man gerne teilnimmt, weil dann ist es wahrscheinlich das Richtige, nicht? Dann bleibt man am Ball, dann bleibt man motiviert, dann geht man vielleicht auch eher mal hin oder man beginnt die Übungen auch eher mal, wenn man vielleicht nicht so gut drauf ist, weil man weiß, das, was ich mache, das tut mir gut, das kann ich und das liegt mir. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, viele Ärzte fangen halt aber mit direkt an, ja, gehen sie schwimmen, das ist gelenkschonend, tun sie joggen, damit braucht man viele Kalorien. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich der absolute Sportmuffel gewesen wäre und mir hat dann mein Arzt gesagt, sie müssen sich mindestens 4-5 Mal die Woche bewegen. Also ich glaube, da hat man schon keinen Bock, ehe es ausgesprochen ist. Und ja. Da finde ich es einfach total sinnvoll, dass man etwas sucht, was einem selber liegt. Und wie gesagt, wenn es nur ist, dass man sich 3, 4, 5, 6 Mal die Woche zum Spazieren trifft und ansonsten vielleicht 1, 2 Mal die Woche ins Fitnessstudio geht. Also da ist ja wirklich eine riesen Bandbreite, was man machen könnte. Nur ich glaube, da braucht es halt auch ein bisschen Fingerspitzengefühl von einem Arzt, den Patienten einfach auch nicht direkt zu überfordern, wenn es zum Thema Sport geht. Weil ich kenne viele Leute auch aus der Community, die sind halt einfach sehr sportmufflig und ja, aber der Sport an sich ist halt so ein großer Teil der Diabetestherapie. Ja. Das ist halt unverzichtbar und ich glaube, da braucht es, wie gesagt, dieses Fingerspitzengefühl und auch die Idee, was man alles machen könnte, außer den herkömmlichen Sportarten. Ja, manchmal ist vielleicht auch gerade, ich habe auch so Bilder von einigen meiner Patienten und Patientinnen vor mir, die ähnlich sportmuffelig sind wie die Community-Mitglieder, die du beschreibst, den brauche ich auch nicht mit Sport kommen, sondern ich erzähle dann ganz oft einfach, wie wichtig und sinnvoll auch Alltagsbewegung ist, ne? Einfach die Arbeitswege, die Schulwege, also die Wege, die man ohnehin zurücklegen muss, die kann man auch für Aktivität nutzen, ne? Der Weg zur Arbeit, der Weg zum Einkaufen oder eben mehrmals in der Woche kleine Mengen einkaufen, dass man häufiger raus muss. Das ist wahrscheinlich ja viel leichter zu integrieren in einen Alltag, als wenn ich einen ohnehin schon vollen Tag von morgens bis abends habe und mich dann noch mal abends aufraffen muss, für meine 10.000 Schritte jetzt noch 45 Minuten laufen zu gehen oder sowas. Deswegen empfehle ich das super gerne, das zu integrieren so gut wie möglich und dann fällt es gar nicht als extra und erst recht nicht als Belastung auf. Ja, das stimmt. Mache ich auch sehr gerne. Also meine Spazierrunde hier durch die Weinberge, die ist immer, liegt immer auf dem Weg von einem Supermarkt. Und wenn mir dann halt mal was fehlt, dann packe ich mein Einkaufstäschchen, nehme erstmal die Runde durch die Weinberge, weil es einfach die schönere Route ist und man ja auch hier ein bisschen mehr Ruhe hat. Und dann gegen Ende hole ich mir dann nochmal ein paar Sachen, bevor ich wieder die Heimkehr mache. Und das verbindet halt einfach so das Nützliche mit der Bewegung und das ist eigentlich richtig cool, wenn man die Option so hat. Das klingt super. Und ich möchte dich gerne noch was fragen. Ich weiß nämlich auch, dass du kürzlich in den USA gewesen bist. Ich kenne die USA selber. Ich war da zuletzt 2000, oh weil ich muss lügen, ich glaube schon 10 Jahre her. Ich glaube 2013 war ich da zuletzt und
Ich erinnere mich noch, wie ich quasi gerade aus dem Flugzeug in Los Angeles ausgestiegen bin und da lachte mich ein Burgerladen nach dem anderen an. Ich wusste gar nicht, wo ich essen gehen soll. Wie ist es dir dort gelungen, nicht den Versuchungen, die das American Food einem so anbietet, zu unterliegen? Gute Frage. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist egal, in welches Land man fährt am Ende des Tages. Auch zu Hause kann einem das passieren. Entscheidet man sich ja immer bewusst, was auf dem Teller landet. Und ich finde, Amerika ist da nicht viel anders als hier. Also wenn ich hier in Mainz Innenstadt oder in einer anderen Stadt bin, habe ich auch eine Fastfood-Kette nach dem anderen. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass man reingeht. Was ich sagen muss, was ein klarer Vorteil in Amerika immer ist, weshalb auch unterwegs gesunde Ernährung eigentlich relativ easy ist. In jedem Supermarkt die Präsentation von Obst und Gemüse ist einfach wesentlich ansprechender als in Deutschland. Also allein wie eine Paprika da aufgestellt ist als Pyramide oder Äpfel, was weiß ich, das macht einfach viel mehr Lust auf gesunde Ernährung. Und ich finde, das fehlt hier manchmal einfach so ein bisschen Deutschland so, dass man halt auch gesunde Ernährung schon beim Einkaufen schmackhaft macht. Und klar, ich möchte nicht lügen, das klingt jetzt immer alles so, als hätte ich den ganzen Tag nur Äpfel und Gurken gegessen. Also ich möchte nicht lügen in dem Sinne. Ich habe auch da mal über die Stränge geschlagen, das gehört für mich im Urlaub auch dazu. Also generell, egal ob Urlaub oder auch im Alltag, ich verfolge so ein bisschen so ein 80-20-Prinzip. Das heißt, 80% clean essen und 20% darf auch mal gönnen sein. Und gerade im Urlaub möchte man ja sich natürlich was gönnen und all die Leckereien, die es dann vor Ort gibt, auch probieren. Deswegen bin ich ja auch keine Ausnahme. Also ich habe auch den Burger gegessen oder den Corndog oder was auch immer. Was bei mir aber halt mitschwingt, ich laufe halt auch 26.000 Schritte am Tag, wenn ich im Urlaub bin, weil ich halt natürlich auch alles zu Fuß erkunde und dadurch ja meinen Blutzuckerspiegel auch ganz gut wieder in den Griff bekomme. Und ich glaube, das ist halt das, was es dann auch ausmacht. Also dass man sich trotzdem was gönnen kann. Aber man gleichzeitig halt auch weiß, ja okay, dafür läuft halt nochmal die extra Meile. Ja. Ja. Wie ist es da, dadurch, dass ich ja nun schon 10 Jahre nicht mehr drüben war, wie ist es preislich? Man hat ja hierzulande oft das Gefühl, dass die gesunden Alternativen nicht günstiger sind. Oder spitz formuliert, die ungesunden Alternativen nicht teuer genug, als dass sie unverlockend werden könnten. Ist es in Amerika auch so? Ja, total. Also ein Burger ist immer noch günstiger als ein Salat, aber gut, das ist ja auch in Deutschland, wie du es so schön gesagt hast, ähnlich. Und generell Lebensmittelpreise in Amerika sind schon jenseits von Gut und Böse, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass dort einfach auch das Einkommen höher liegt. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man sich sehr gut clean ernähren, beziehungsweise auch gesund ernähren, einfach weil es auch viel mehr gesundere Angebote gibt. Also zum Beispiel nochmal, um auf das Thema vegan zurückzukommen. Ich finde, bei uns in Deutschland ist das ja ein bisschen so ein schleichender Prozess. Es gibt mittlerweile viele Alternativen beim Einkaufen, aber ich finde, restaurantmäßig ist es noch relativ mau an der Auswahl. Und da sind uns die Amis einfach wesentlich weiter voran. Also in jedem Restaurant gibt es eine gute und große Auswahl an veganen Speisen. Und das Thema ist auch viel präsenter als hier. Und das macht es dann halt auch irgendwie einfacher, sich auswärts gut zu ernähren. Und da sind halt dann auch, aber auch die Preisunterschiede nicht mehr so groß. Und das muss ich sagen, das fand ich halt ganz angenehm, weil es ist ja hier schon so, dass in Deutschland Fleisch immer noch günstiger ist als irgendein Fleischersatzprodukt. Und ja, meines Erachtens nicht ganz richtig, aber vielleicht auch ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber ja, es ist eine teure Angelegenheit, so kann man es schon sagen. Ja, vielleicht ist es hier gar nicht so verkehrt. Vielleicht müssen wir auch hier einmal in diesem Podcast sagen, dass das ein politisches Thema ist, oder? Dass wir da Unterstützung von unseren Entscheidungsträgern brauchen, um eine gesunde Umgebung zu ermöglichen oder vielleicht zumindest zu erleichtern. Ne? Stichwort Zuckersteuer, Fettsteuer. Total. Also ich sehe es ja immer wieder bei Milchersatzprodukten. Wenn man da ein gut schmeckendes Produkt haben will, dann zahlt man locker 2 Euro, während eine Kuhmilch immer noch 1 Euro kostet. Und das ist halt nicht für den kleinen Beutel, wenn man das halt dann auch richtig angehen möchte. Aber es tut halt schon weh irgendwo. Richtig. Richtig. Caro, vielleicht darf ich dich ja noch eine Sache zu deinem Diabetes fragen. Trägst du einen Sensor? Nee, ich trage keinen Sensor. Ich messe nur Bluttick. Und hast du mal über einen Sensor nachgedacht? Ach, die Frage kommt sehr oft. Ja, natürlich habe ich schon nachgedacht. Ich glaube, ich würde es auch mal so für 1-2 Wochen testen. Aber ich bin einfach der Auffassung, also ein Grund, warum Menschen nicht Typ 2 Diabetes bekommen, ist halt einfach, weil sie verlernt haben, auf ihren Körper zu hören.
Und ich, mein Standpunkt jetzt, möchte einfach wieder lernen, Vertrauen in den Körper zu kommen, drauf zu hören, was er braucht. Und deswegen, so schön wie das immer ist, dass die Technik so weit fortgeschritten ist, dort die Behandlung auch so zu erleichtern, Stand jetzt ist das aber einfach noch nichts für mich. Und ich möchte das einfach auf normalem Wege schaffen, einfach ein gutes Diabetesmanagement zu bekommen. Bisher ist mir das eigentlich auch immer ganz gut gelungen, weil für mich spielt auch noch mal der Punkt Kontrolle und der Druck, der damit verbunden ist, immer noch mal so ein größeres Thema. Und deswegen bin ich bei sowas immer ein bisschen vorsichtig, weil ich persönlich gehöre schon zu den Menschen, die auch immer so ein bisschen so einen Wiegezwang haben und sich dann auch mindestens einmal am Tag auf die Waage stellen müssen, ob alles in Ordnung ist. Und ich hätte einfach auch total Sorge, wenn ich einen Sensor trage, dass ich mir dann noch mehr Druck und Stress mache, wenn der Blutzuckerwert nicht so ausfällt, wie man sich das vielleicht erhofft. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Man sieht halt viel, viel mehr. Ne? Man sieht die ganze Zeit. Aber deine Entscheidung klingt ja gut durchdacht und klar fundiert. Das gefällt mir, das finde ich gut. Danke. Caro, hast du vielleicht noch was, was du unseren Zuhörenden auf den Weg geben kannst, aus deiner Erfahrung, aus deinen letzten 3 Jahren? Also ich kann immer nur sagen, es ist nicht das Ende des Lebens. Also ich weiß, wenn man so eine Typ-2-Diagnose bekommt, dann kommt es einem immer so vor, als würde man schon mit einem Bein im Grab stehen. Aber es lässt sich sehr gut mitleben. Natürlich braucht es manchmal Überwindung. Man kann nicht mehr so ausgelassen durchs Leben gehen, wie man es vielleicht vorher gemacht hat. Aber es muss nicht immer nur Verzicht und Einschränkungen bedeuten. Und es gibt Mittel und Wege, wie man ein gutes Diabetesmanagement auf Trab halten kann. Dafür sind ja auch Ärzte unter anderem mit Weisheit und Empfehlungen wie du beispielsweise dabei. Und man kann so viel mit den richtigen Stellschrauben ändern. Und dafür stehe ich halt auch, dass man dafür so ein bisschen Bewusstsein hat. Und wenn es dann halt mal ein scheiß Tag ist oder ein scheiß Monat und die Werte sind kacke, dann gehört das auch dazu. Und es werden definitiv auch wieder bessere Tage kommen. Und ich glaube, das zu wissen und zu wissen, dass es vollkommen normal ist und dass weitere 8 Millionen Deutsche wahrscheinlich dasselbe empfinden, durchmachen, durchleben, zeigt, dass man einfach auch nicht mit allein ist. Und jetzt vielleicht noch was Eigennütziges. Hast du vielleicht für mich als Behandler und Therapeut vielleicht noch einen Tipp, worauf ich achten soll, wenn ich Jugendlichen oder vielleicht auch mal dem einen oder anderen jungen Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes begegne? Also es klingt immer ein bisschen blöd, aber es mir manchmal immer so ein bisschen fehlt. Aber das habe ich keinerweise bei dir das Gefühl. Manchmal aber bei anderen Ärzten so ein bisschen die Empathie, die mitkommt. Ich finde gerade, wenn man so eine Diagnose bekommt, da braucht es ein bisschen ein Feingefühl einfach. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das null bei dir im Gefühl, dass du nicht so bist. Ganz im Gegenteil. Aber da generell auch an Ärzte ein bisschen mehr Feingefühl. Es ist eine schwierige Lage. Bitte nicht stigmatisieren, was man sieht. Das ist nicht immer nur das Äußere, sondern auch das Innere. Und es gibt so viele Gründe, warum man Typ-2-Diabetes im jungen Alter bekommt. Und da dann immer direkt zu clustern und das eigene Meinungsbild dann aufdrängen zu wollen und somit den Patienten auch irgendwie in Verlegenheit zu bringen oder in die Scham zu versetzen, das finde ich immer ganz wild. Also da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Empathie und Achtsamkeit. Ja, oder auch Verständnis so ein bisschen, weil es ist halt eine scheiß Situation. Und ich erinnere mich die ersten 3 Monate, also auch der Gedanke, das Wissen, dass man das jetzt, also dass man diese Erkrankung hat, das ist wirklich sehr schwierig. Und ich glaube, das Letzte, was man da braucht, ist jemand, der dann noch Fingerpointing betreibt. So in etwa, du bist selbst von Schuld, du hast dir das selbst eingebrockt. Also das braucht einfach keiner im Moment. Ja. Caro, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch hier bei wunderbarem Sonnenschein, offensichtlich quer durch die Republik, weil hier scheint sie nämlich auch wie bei dir in den Weinbergen. Danke, dass du so viel aus deinem Leben mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir erstmal noch einen ganz tollen Tag und hoffe, dass deine motivationsschwierige Phase schnell vorbeigeht. Ja, vielen lieben Dank. Ich danke dir natürlich auch für die schöne und informative Begleitung bei meinem heutigen Spaziergang durch die Weinberge. Und ja, solltest du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, Lust auf weitere Folgen von dem Podcast Doc2Go haben, so empfehle ich dir, die anderen Gespräche bei deiner nächsten Runde mit reinzuhören, mitzulauschen und mitzufiebern. Und ja, für mehr Informationen zum Thema Diabetes, schau auch gerne bei diabetes.de online vorbei unter diabetes.de.org. Auch für diese Episode von Doc2Go
bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen geht bei Doc2Go dann Professor Dr. Thomas Danne, Chefarzt am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult, mit Marin Sturni spazieren. Bei Marin Sturnis jüngster Tochter Noni wurde 2019 im Alter von 7 Jahren Typ-1-Diabetes diagnostiziert. Mit Thomas Danne spricht Marin Sturni darüber, was diese Diagnose für sie selbst, für Noni und für deren Schwestern bedeutete und wie die Familie heute mit der Krankheit lebt. Bis dahin und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.